Zwei neue Bookshelves. Bücherregale auf Englisch für die, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Auf Englisch Bücherregal. Genau. Und die stelle ich jetzt oben wieder in meine kleine Folterkammer, wo man mich noch vor der Aufnahme angemeckert hat, dass doch da oben Redstone drin ist, dass sich das voll nicht gehört. Leute, ich finde das total schön. Das sollen Blutflecke sein, ja? Und die passen irgendwie thematisch voll rein in das kleine Hexenhaus da oben. Ich weiß, die Mühle, die muss auch noch ausgeschmückt werden. Ja, wir haben echt noch viele Baustellen. So. Da 1 in 8, guck mal, da muss hier auch der Blutfleck weg. Dann kann man sich auch nicht mehr beschweren. Bis zu welchem Level kann ich denn jetzt verzaubern? 11, 12, 8, ne, 13 sogar schon. Okay, 13 ist, glaube ich, maximal aktuell. So. Ich habe schon Level 36, ich muss unbedingt die Bücher fertig bekommen. Das heißt Kuhzucht, FTW. Wenn wir hier schon mal sind, können wir auch ein wenig architektonisch gerecht werden. Und hier ein paar Sitzgelegenheiten aufstellen. Hier zum Beispiel, dann sieht das auch schon mal nach mehr aus als ohne. Man brauchte doch für diesen komischen, na, wie heißt der? Blumentopf Lehm, ne? Ja, Ziegelstein. Ja, Lehm, ja genau. Ja, steigen. Oh, in dem Texture Pack, wie sieht das denn aus? Das sollte ja in Flüssen sein, ne? Hat noch mal jemand was zu essen? Ein Feld steht direkt vor dir. Ja. Wie sieht Clay aus? Das ist Sand. Das ist Clay. Ah. Guck's dir an. Haha. Schön. Machen wir uns hier noch ein paar Blumentöpfe raus. Guck mal, der geht nicht unter, obwohl er eine schwere Rüstung hat. Was ist das denn hier? Alter Leute, ich habe einen Riss Ja. gefunden, direkt hinter unseren Häusern. Ja. Aber der ist, glaube ich, nicht tief. Nee, das ist einfach nur voll der komische Mini-Riss. Tja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Sollen wir den mal mit Wasser fluten? Ja, können wir machen. So, ich flute ihn gerade mit Wasser, dann kann ich auch mal nach unten gehen. Hui! Platsch. Das ist voll die... Hier könnte man echt eine Zentrale reinbauen oder so. Keine Ahnung, müssen wir uns noch überlegen. Oh Gott. Oh, nicht in der 5 da hochgehen, das ist uncool. Ey! Das Kuh ist... Das Kuh. Das Huhn ist ertrunken. Armes Huhn. Nehmen wir mal ein paar Melonen von dem Feld, okay? Ja, klar, dafür sind sie da. Das ist die Lebensversorgung unserer Vereinigung. Bla bla. So, jetzt habe ich natürlich hier keine Kohle in der Mühle. Deswegen werde ich einfach mal das verbrennen. Ja, oder... Bin gleich da. Ja, viel schlauer wäre es, hier aus Kohle zu machen. Moment. So, hier raus machen wir kurz Kohle. Und es wird dunkel. Ah, ich bin in den Tod gesprungen. Mit Tod meine ich Knöchel verstaucht. Maximal. Hey, meine Erdkiste ist leer, so eine Scheiße. Da! Ey, ich hab doch noch ganz viele Bricks, wieso sagt mir das denn keiner? Also, heute Abend im Fußball, falls du das jetzt schaust. Ne, absolut kein Fußballfan und so. Nicht? Ne. Okay. Ne, ganz ehrlich, Fußball ist absolut nicht mein Sport. Jetzt sagen sie, was? Fußball, nicht dein Sport, was bist du denn für einer?
Na und? Lass mich doch. Ganz ehrlich. Jedem das Seine. Genau, jedem das Seine. Da hast du recht. Eine Fackel zu viel. So, Bricks. Ja gut, jetzt habe ich 40 Bricks. Wie viel brauche ich nie im Leben? Ich wollte eigentlich nur ein bisschen dekorieren da oben. Oh ja, hier kann ich voll die schwarze Lounge machen. Ha, mit schwarzen, versteht ihr? Ja, ja, ja. Oh Gott. Ja, kommt doch mal in die Mühle hier. Mit meinem Texture Pack sieht das alles total dunkel aus. Und das ist jetzt hier die schwarzen Lounge. Unlustig. Ja und? Selbst wenn. So. Irgendwie finde ich die... Boah, die sind so geil animiert. Die sehen vom Weiten echt aus wie richtige Kiefern. Also, so. Die sehen echt aus wie echte Kiefern. Total echt. Erstmal schnuppern. Und da siehst du... Oh Gott, das ist ein Pixel. Pixel. Ey, das sieht gar nicht so scheiße aus. Hier mit den Lehnen. Da könnte man was draus machen. Hier in den Boden vielleicht auch als Deko eine Workbench. Warum nicht? Kann man auch direkt arbeiten. Sieht sehr funktionell auch aus. Ich habe gerade kommen die Ideen, aber am Stück, meine Freunde. Leckt das bei euch auch gerade ein bisschen? Eigentlich bei mir nicht. Gar nicht, nein. Wir haben auch alle eine gute Ping bei mir. Ah. Ich brauche 2 Setzlinge, hat hier jemand? Ich besuche auch mal eure Häuser, dann kann man eure Kunstwerke mal bewundern. Ich habe sogar 13. Bei meinem fällt der Boden nicht wundern. Okay, also ich bin hier gerade bei dieser Lagerhalle, die noch keine Tür hat. Ja. Das ist von Lukas. Oh, ja. Süßes Bett. Hast du... Ja. Ach, guck mal hier mit Keller. Ei, schick. Warte, ich fütter dich mal. Oh, danke, reicht. Ah, es braucht nur 2. Dankeschön. Ursprünglich stand da mal noch ein Schild. Also. Ach, fuck. Okay. Und der Lorenz, der hat. Oh Gott, hier sind Spinnen. Ja, mein Haus ist irgendwie ein Mob-Magnet. Du solltest vielleicht auch mal da ein bisschen Licht hin machen außerhalb. Ja, da bin ich jetzt bis jetzt noch nicht dazugekommen. Okay. So. Guck mal, die schenke ich dir dann noch die Fackel. Als Symbol unserer Freundschaft. Oh, erstmal hier reinfallen. Guck mal, ihr könntest den Baum zwischen, das wäre voll lustig. Ja, genau. Oh, wie geil, man bekommt. Siehst du auch die glitzernden Sterne? Ja, sehe ich. Cool. Ich bin Setzling. Hier, schenke ich dir. Hey, Jack. Wieso leuchtet das denn so? Wieso passiert denn jetzt hier nichts? Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das wert war, erstmal 8 Bone Meal oder wie viel das war zu verschwenden. Aber egal. Für euch beide gilt, ne, wenn ihr in den Minen seid, bringt bitte Gravel mit, ne, für die Wege. Ja. Oh. Ich hab noch nicht mal eine Höhle. So, ja, das sieht doch schon mal wirklich viel, viel, viel besser aus als vorher. Ich weiß nicht, ob man hier noch so altes Gebälk damit so... Ja doch, das sieht gut aus. Das sind halt so alte Stützpfeiler, so eine Mühle ist ja auch nicht mal... ist auch nicht mehr das Jüngste, sieht das aus? Ne, das sieht nicht aus. So. Die Mühle ist nicht mehr so die Jüngste, die hat schon ein paar Stützpfeiler. Beziehungsweise so hat man damals gebaut, so kann man sich das erklären. Ich hab dir übrigens aus deiner Truhe ein paar bisschen Wolle abgezogen. Aber, okay. Und hier von oben wäre doch auch cool, dass man den Enchantment-Table sieht, oder? Ja, wäre das cool. Nee, da kommt auf jeden Fall noch gleich ein Glowstone rein, beziehungsweise... Ja, jetzt schon? Ich trau mich mal in den Nether, vielleicht kann ich ja rein als, Operator. Oh, coole Blume. Oh, Spinne! Ah, man hört's schon. Geronimo! 360. Oh, es wird jetzt gleich bestimmt hammermäßig laggen. Oder... Nee. Ich glaube, ich habe die Netherwelt ausgestellt. Verdammt. Muss ich gleich noch machen. Also, nach Aufnahmeende. Hey, mein XP. So, die Kuh können wir auch noch töten. Vielleicht für ein bisschen Leder. Nein. Scheiß Kuh. Umsonst gestorben. Aber die könnten wir töten.
Headshot! Ja, und jetzt sogar Leder gegeben, eins. Immer wenn man drei Leder hat, hat man quasi ein neues Buchregal zusammen, ne? Ja. Gut, also wird es meine Aufgabe sein, jetzt erstmal hier richtig cool die Kühe zu farmen. So. Ihr lebt auch noch? Ja, das ist schön. Ja. Ja, ich meinte eigentlich meine Kühe. Oh, okay. Aber um euch sorge ich mich natürlich auch, selbstverständlich. Also, sag mal. Na toll, es wäre natürlich ganz praktisch zu sehen, dass wir alle groß geworden sind. So bringt das natürlich noch gar nichts. Ja, so ein Schlaufstich hier drum kann ich auch mal bauen. Ob es gut aussieht oder nicht, ist da hergestellt. Man kann es ja später immer noch ändern. So. Meine kleine Folterkammer. Gut, Leute, wollen wir Aufnahmepause machen? Ja, okay. Ja, dann stelle ich mich vor dem Häcksler. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Vielleicht wird es für euch direkt ein Cut sein, aber man weiß es nicht, deswegen verabschiede ich mich immer komplett. Dann freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal einschaltet und sagt Tschüss.